und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist er wieder, Monkey King P, wieder mit der 13. Tweeflower, ja, Tweeflower hier drüben. So, weiter geht's in der großartigen Geschichte von Lego Avengers. Mit Mr. Loki dieses Mal anscheinend, okay. Meditation. Man merkt's, ja. Sie sollen sich wappnen. Ich führe sie in eine ruhmreiche Schlacht. Dein unbedeutender Ehrgeiz. Wir sehen größere Welt. Als Fotos. Noch habt ihr den Tesserakt nicht. Du bekommst deinen Krieg. Na. Fischstadt. Wow. Hey Gary, hey Gary, hey Gary. Hey Garys. Brauchen Sie das Zeug hier? Ja, Iridium. Kommt in Meteoriten vor und bildet Antiprotonen. Ist nicht leicht zu beschaffen. Besonders wenn S.H.I.E.L.D. weiß, dass man es braucht. Sag mir, was du brauchst. Ein Ablenkungsmanöver. Ja. Tada! Top Hat. Ein What the fuck, das war schön. Ich auch, bitte. Möchtest du ein Foto meiner Großenkel sehen? Was war sich denn? Natürlich willst du das. Hier entlang, Captain Rogers. Okay. Einige Leute würden sie nur zu gerne treffen. Okay, ich bin Captain America. Ich möchte noch sagen, es ist mir eine Ehre, sie. Wow, ist das jetzt free to eine offene Welt jetzt gerade? Ich sehe ihn. Oh mein Gott, ja, das ist eine offene Welt. Woohoo! Ach du Heilige. Hey guys. Yes. Wow, das ist riesig. Guck dir das an. Oh, wie geil. Hello, lady. Hello. Oh, ich wollte damit fahren. Putsch. Oh well. Okay. What the heck? Wie geht's denn hier lang? Siehst du diese ganz kleinen bunten Punktchen außerhalb? Ja. Ja. Was muss ein Mädel tun, damit mir jemand über die Straße hilft? Komm schon. Kann ich wechseln? Ich will wechseln. Hoppla, sorry. Nein, nein, nein. Nicht in den Weltraum. Schwebt die Omi hier? Welche Omi? Ja, die fliegt, ja. Das, die macht Free Flug. Free Falling. Hast du noch nie was davon free gehört? Falling. Free Falling. Free Falling. Oh mein Gott, das ist GTA Vice City geworden. Lego GTA. Ich will Charakter wechseln. Es muss doch hier möglich sein, dass man Charakter wechselt. Wow, mein Gott. Wow, wow, Grandpa Surfing. Ich will es nochmal machen. Grandpa Surfing, Grandpa Surfing. Okay, lassen wir das. Genug Grandpa Surfing. Also ich schau, dass ich alles mögliche machen kann. Okay, ich glaube, ich folge dem Weg, wenn ich da weitergehe. Was? Nein, lass uns doch wieder los. Ja, ich bin ja schon auf einem anderen Weg. Ich bin schon in die andere Richtung unterwegs. Ganz ruhig. Ich möchte trotzdem Charakter wechseln. Muss man doch den Charakter wechseln können, oder? Irgendwie schon. Sissy Captain Shop. Wuhu! Oh, nee, Candies! Nein, nein. Schlagen wir ein paar Leute! Oder hey, sie sind unverwundbar! Sie sind wirklich halt unverwundbar, warte falsch. Aber man muss echt zugeben, also sie haben sich echt auch von der Grafik her echt gesteigert, also im Gegensatz zu den anderen Teilen. Aber gut, die anderen Teile haben wir aber auf der Konsole gespielt, also einen auf der Xbox 360, einen auf der PlayStation 3. Da muss man auch wieder zugeben, das ist jetzt unser erstes gemeinsames auf dem PC. Also und seit langem. Und mein PC ist ja doch ziemlich leistungsfähig, also das. Money! Solves everything! Dann ist schon die Stadt erkunden. Ich hätte gerne meine Wohnung hier. Na, genau, ich möchte hier eine Wohnung und da eine Wohnung. So viele Punkte wie wir haben. Das ist sicher leisten. Yeah. Ich hab Technik kaputt gemacht. Sam! Man auch viel Technik kaputt. Da kann man sich echt schön austun. Einfach mal herumwandern und Münzen sammeln. Okay, Steuerkreuz bewegt auch noch. Okay, interessant. Ich habe mir gedacht, ich benutze ein paar Knöpfe, um zu schauen, was welcher Knopf macht.
Ein Steuergeist bewegt auch nur den Charakter, also macht nichts anderes als das, was es wirklich tun soll. Ein Deli! Hier gibt's ein Deli. Ein Deli? Ja? Ein Deli. Schau auf mein Bildschirm. Hot Bacon. Ja, schau auf meine Bildschirm, wir haben nur einen Schatz. Ja, schau auf meine Bildschirm. Look at my side! Hi. Zerstört den Falafelstand. Hast du was gegen Falafel? Nein, aber ich wollte die Punkte haben, deswegen zerstört. Wo ist mein Uber, das ich bestellt habe? Let's go, Uber. Ja, vor allem mit den ganzen Menschen, die hier rum. Oh, Jugendliche. Ja, Jugendliche, hallo! Seid ihr eine Bande? Darf ich mich euch anschließen? So ist nicht, okay, dann nicht. Gibt's außer Loot hier noch irgendetwas zu tun? Kann ich den fahren? Ja! Ich will das Taxi haben. Los, gib mir das Taxi. Schau, was ich da fahre. Okay, ich fahr das Taxi. Ich mach das Taxi-Pot. Ich sammle Punkte und fahre mit dem Taxi. Das ist doch mal nett. Was hast du gegen Eier? Ja, was gegen Eier? Ich fahr das Taxi. So. Alter. Okay, Moment. Kann ich da rüber springen? Yes, I can! Ja, er ist nicht so ganz wendig. Okay, ah, what the fuck? Was habe ich jetzt gemacht? Achso. Du musst die Golddinger sammeln. Ich muss diese Dinger da kaputt machen. Wenn ich ihn. Komm! Komm schon! Captain America! Be your man! Show me what you got! Wo sind die alle? Da hinten. Aha! Go, wo ist das nächste? Mist! Go, wo ist das nächste? Nicht. Da hinten, Mist! Ah! One! So. 7. 8. Wo ist das nächste? Mist. Dahin. Das ist so ein schöner Sonnenuntergang. Nein. Dann hast du auch die ganzen. Oh, wo ist das nächste? In der Nähe? Ich hoffe so. Rechts, da. Ah, da, doch, das Dreck. 10, das letzte, come on. Wo ist das letzte? Komm mal. Hotdog! Gib mir Hotdog! Mist! Wo ist das letzte? Boah, Nummer 1! Wer der falsche Ayu? Schaffe, wo es noch leuchtet! Ach komm! Keiner gibt mir was zu essen hier! Ich kann auch was zum Essen. Prügel sie! Ich hab die Klimaanlage kaputt gemacht von den Wänden. Aha. So, 4. 5. Ach, das war das, was ich jetzt vom gemisst habe, oder was? So. Also ich bin so gemütlich, durch die Shotgun, kaputt machen. Oioi. Schnell. Oh, und jetzt komme ich nicht mehr raus, oder? Ah doch, ich komme noch raus. Puh. Mach einen Doppelsprung. I did. Da gibt's so viel zu holen, das ist herrlich. Aber das werde ich jetzt alles nicht auf einer Episode lassen. Das werden wir ein bisschen zusammenschneiden. Ja, ja. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem zum nächsten Punkt. Oh. Ja, wir können... Ich darf halt leider nachher spielen. Ach so. Okay, ja, das lässt sich auch gehen. So, gut, ich schau mal, wo mich jetzt diese Punkte hinführen da. Die blauen. Das ist mal noch da. Taxi! Schießt gleich mal wild um sich, die so, junge Dame. Das nächste Auto schnapp ich mir. Taxi! Captain America, ich bin so schnell wie ein Auto. Schau mich an, wie was schnell. Was fahrt ihr Kinder mit so einem Auto? Was? Was ist dagegen?
Nur wenn wir ein Auto haben. Hier ist die Hut übrigens. Das hat das Auto automatisch gemacht, das Auto. Ja. Du bist die beste Fahrerin. Jetzt weißt du, warum ich keinen Führerschein habe. Ja, das ist okay. Einen Führerschein habe ich. Wir müssen unsere Helden zu vermieten. Sie müssen wirklich nochmal überdenken. Wer war das? Astaban! Ich bin Captain America, running as fast as possible. Punch. Ohne Kriminelle wäre dieser Job einfach perfekt. Oh, warte mal, kann ich da wen kaufen? Ich glaube schon, oder? Kann das sein? Es hat sich alles so einfach angehört. Setz einen Haufen S.H.I.E.L.D.-Agentenanfänger im Hexenkessel von Manhattan aus und sorge dafür, dass ihnen nicht allzu viel zustößt. Ein paar dieser Jünglinge hielten sich allerdings für Helden. Sie fingen an, ohne mich Bösewichten nachzujagen. Hoffentlich sind sie in nicht allzu großen Schwierigkeiten. Mein Gehaltscheck steht auf dem Spiel. Zeit, sie zusammenzutreiben. Ah. Okay, das sind Minimissionen. Ich habe da übrigens auch einen. Vielleicht sehe ich einen Superhelden vorbeifliegen. Wer ist das denn? Soll ich auch? Ja, nimm's an. Wen hab ich da? Okay, erwischt. Ich bin kein echter Taxifahrer. Und du anscheinend kein echter Zivilist. Ja. Du kannst mich Spectre nennen. Inspector. Ich bin gerade dabei, in Downtown einen Informanten zu treffen. Okay. Ich muss dir vermutlich nicht sagen, dass Downtown traditionell ein zwielichtiges Viertel ist. Und unser Ziel ist wirklich zwielichtig. Wenn du interessiert bist, hätte ich nichts gegen ein zusätzliches Paar Augen. Komm mit, Partner. Okay, soll ich das jetzt machen, aber dann geht ja deine Mission wahrscheinlich. Okay, dann. Ja, aber dann deine Mission geht dann wahrscheinlich weg, oder? Keine Ahnung. I don't know. Ich muss vier Kinder suchen. Ich folge ihm. Informant bevorzugt es, im Verborgenen zu bleiben. Ich hab die großen Punkte bei mir. Angeblich soll er über dieses Viertel herrschen. Lass mir nicht den Kopf. Ich folge dem Typen einfach mal und schau, was passiert. Wow, die machen. Überfahren sich ja gegenseitig, what the fuck? Auf, Partner. Es kann jederzeit ungemütlich werden. Oh, die prügeln mich. Ich bin eine mächtige S.H.I.E.L.D.-Agentin und ihr seid verhaftet. Na. Oh, Junior scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Ja, wo? Keine Ahnung. Prügel mal ein paar Leute hier. Ich weiß nicht, wie ich den Radar folgen soll. No, Moon Knight. No, Mr. Moon Inspector. Kann schießen, während ich immer auf ihn einbrücke. Das ist super nervig. Welche muss ich die roten oder die blauen folgen? Die blauen sind die Hauptmission. Oh. Die roten Punkte sind wahrscheinlich deine Jünglinge, die du suchst. Versuch gerade diese Kinder zu kriegen. Ja, genau, diese Jünglinge. Upsi. Ich sammle noch ein paar Punkte, weil ich muss ja diesen. Angeheuerte Schläger. Oh, hey. Und ich dachte, mein. Mr. Cage, ich hab mein Funkgerät verschluckt. Ich hab ein Funkgerät verschluckt. Seid ihr tot? Ihr Jungs von S.H.I.E.L.D. wisst, wie man Schläge einsteckt. Das ist ja wohl nicht wahr. Ah, na, na. Pack, pack, pink! Okay, du suchst Jünglinge und ich prügel mich damit irgendwie. So, ich hab mal beide Missionen. Das ist gut. Immer nett, ja. Okay, haben wir es jetzt, Mr. Inspector? Wir sind im Geschäft. Cool. Dann, Mr. Inspector. Oh, das war heftig. Ich frage mich, ob es zu spät ist, wieder bei der Tankstelle zu arbeiten. Okay, müsste zweite. Müsste hier sein. Ja. Das ist ganz schön nervig. Ich kann mich abknallen und mich fast schon instant töten. Aber ich bin voll konzentriert gerade, weil ich versuche gerade nicht zu sterben. Oh, danke. Ich platze schon fest, dass wir hier sind. So. Sieht aus, als wäre mein Informant ein vorsichtiges Kerlchen. Oder testet er uns?
Keine Ahnung, Dude. Du könntest mir ein bisschen helfen beim Kämpfen und nicht immer, oh, ich bin so mysteriös. Warum ist das ein goldenes Ding? Okay, weiter. Zwei habe ich noch zu holen. Mr. Tiddles? Du bist also mein Informant. Wait, what? Jetzt verstehe ich auch, wieso es so schwer war, dich zu finden. Danke, Partner. Ab hier übernehme ich. Echt jetzt? Ach, wenigstens haben wir dich freigeschalten. Ich kann mich aber da nicht sehen, ohne. Entschuldige. So, okay. Schon weg. Mr. Tiddles. Bad Kitty. Wow. Er hat dich Pussy geschlagen. Oh, das muss ich dann sehen. Thank you. Ist doch eine Katze, normale Pussy. Ja, ja. Musst du dann noch Puss in Boots zu dir? Yes. I don't know. Nach innen oder nach außen? Au, nicht nach außen. Wie kann ich jetzt... Ich will Charakter wechseln. Ich will den Typen da haben. Oh. Ich hab den Burschen gekillt. Schatz, wir sollen die Jünglinge retten und nicht töten. Ich arbeite für die falsche Organisation. Genau. Gut, keine Ahnung. Anscheinend können wir noch keine Charakter wechseln. Gut, möchtest du die Jüngling-Mission noch fertig machen, oder? Ja, ja, einen habe ich noch. Okay, einen hast du noch. Einen habe ich noch. Muss man einen Punkt folgen. Okay, ich schaue mich noch ein bisschen um hier. Was geht hier ab? Nothing. Kaputte Auto. Destroyed. 4 points, you know? That's the spirit of Lego games. If you don't need it, destroy it. 4 points! So, lala. Piu, piu. Ne? Schön. Okay, da brauche ich jemanden, der tarnen sich kann, aber da können wir noch nicht wechseln. Das ist nervig. Stehen wir denn im Weg? Destroy everything! Ja, lass ihn verrückt nicht mehr spielen. Aha. Ich glaube, momentan ist dein Screen eh ein bisschen interessanter, weil ich so. Laufe nur ein bisschen rum und sammle ich Punkte. Ich habe deine Jugendliche eingesammelt und jetzt? Okay, jetzt würde ich sagen, jetzt suche ich dann weiter nach den Punkten. Nein, aber... Nach der Hauptmission. Wieso... Nein, du musst zum blauen Punkt da unten, siehst du das? Oh. Da musst du noch hin. Hey, 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 das bin ja ich! Hi, du! Aber ich hab's jetzt geschafft, jetzt? Warte mal. Da muss ja noch irgendwas sein, irgendwas musst du ja noch machen. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Oh. I don't get it. Ich habe alle vier befreit. Und jetzt? Sind das die Jünglinge? Ja. Ja, dann komm mal her. Da musst du eh herkommen. Zu mir. Folg dem blauen Punkt. Ja. Weil du musst es ja alle herbringen. Hey, wow, 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 ein Schläger. Nein, lass mich. Ich will den Schläger töten. Achso, die müssen ihn wahrscheinlich töten. Komm her, schnell, 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 schnell. Schlag auf das Ding an. Schlag auf das A ein. Yes, there you go. Danke für deine Hilfe. Puh. Ich denke, das war eine gute Übung für die Zeit, wenn Daniel ein bisschen älter ist, was? Wer ist Daniel? Ja, nimm einen Anteil der Bezahlung. Keine Sorge. Für diesen Ärger werde ich von S.H.I.E.L.D. einen Aufpreis verlangen. Ne. Oh. Okay, wir haben schon zwei Characters freigeschaltet. Das war nicht mehr schlecht. Nicht schlecht, ja. Mhm. Dafür, dass wir einfach nur random herumlaufen. Okay, aber ich suche jetzt wirklich nach der Hauptmission. Ja, ich gehe auch schon im Laufwerk nach. Ich sehe dich. Nein. Ach, du springst vor mir. Komm her, ich hol dich an. Ja, tust du nicht. Ganz unauffällig, ganz unauffällig. Übrigens, das Schildlohe. Das ist keine Geheimbasis. There's no secret base of S.H.I.E.L.D. here. No. Kannst du aufbauen, wenn du willst. Du kannst gut, ja. Oh, da steht unser Chat nämlich. Hier fliegen? Ja, anscheinend, keine Ahnung. Ja, yeah, das kann ich auch auswählen. Ich kann nicht dafür, ich sehe, was ich muss. Ich sehe dich hier im Hintergrund. Okay, das musst du machen. Das kann ich nicht machen. Ja. Ein Charakter kann das. Bam, that's a lot of points. Na, kannst du dich gleich herkommen.
möchte auch Punkte einsammeln, das lass mich doch. Okay. Oh, was ist das? There you get it, girl! Komm zu Mama! Komm zu Mama! Get it! Wieso kommst du nicht zu Mama? Weil du hingehen musst. Ja, ich. Oh, okay. Wahrscheinlich müssen wir das alles zerdingsen. Ja, wir haben keinen Typen, der goldene Sachen zerstören kann. Ich hab den richtigen Sachen geholt. Es glitzert hier. Ein Haus. Machen wir Spionage-Dings vielleicht aus. Aber das geht ja wieder nicht. Nein, lass es. Komm, wir gehen weiter. So. Hui! Check. Vorher aber alles abschließen. Vorher alles looten. Korrekter Mundo. Oh, so macht das Spiel echt Spaß. Es zahlt sich auch nicht spielen. Aber nein, ich bin anders. Jetzt werden wir mal langsam die Aufnahme beenden, weil ich habe jetzt unviel zum Rennen, dadurch fliege ich jetzt mal. Oh mein Gott, sie können schwimmen! Guck dir das an! Normalerweise haben sie... Im Lego sind die doch immer gestorben! Im Wasser. Hoppala! Du hast wen jetzt getötet? Hast du gerade ein Luke Cage? Nein, ich brauche kein Herz. Warte, ich gebe dir gleich ein Herz. Tötest du jetzt extra Luke Cage? Nein, da geht's mir jetzt. Komm, wir steigen da jetzt ein. So. Ich dachte, ich fliege, aber nein, ich fliege nicht, Schatz. Nice. Der Tesseract wäre in jedermanns Händen gefährlich, aber in Lokis? Super böse. Ich möchte böse. Gar nicht wissen, was er mit dieser Macht anstellen könnte. Das Chaos, das er dieser Welt bringen würde, wäre bestimmt kein harmloser Spaß. Warum will er ihn überhaupt? Ist sein Zepter nicht schon stark genug? Hoffentlich kann unser kleines Expertenteam ihn aufspüren, ehe es zu spät ist. Maybe. Aber wir werden jetzt trotzdem mal hier jetzt einen Schnitt setzen nach der Zwischensequenz, weil sonst habe ich zu lange die Aufnahme. Wenn es keine Umstände macht. Nein, schon immer. Oh. Es sind sehr alte Karten. Hab Jahre gebraucht, bis ich alle zusammen hatte. Fast neu. Drei. Gleich der Gelbstich an den Rändern. Wissen Sie, es ist eine sehr große Ehre, Sie an Bord zu haben. Oh, dafür. Ich hoffe, ich bin der Richtige dafür. Oh, das sind Sie. Absolut. Bist du nur Fan davon? Ja, Phil der Fanboy. Hey, Shipping! Ich weiß nicht. Agent Romanoff, wir kommen mit Captain Rogers an Bord. Bereiten Sie die Landebahn für die Landung vor. Ah, okay, jetzt müssen wir das wahrscheinlich looten. Machen. Nein, zuerst ein Schnitt, Schatz. So, okay. Bevor der Aufnahme wieder zu groß wird, der Part. Ich bin Dingens. So. Das hier, wir machen jetzt einen Schnitt, du kannst gleich wieder weiter looten. Also ich hoffe, es hat euch allen gefallen und wir sehen uns alle wieder im nächsten Part, mein Freund. Also, see ya!